Guten Morgen! Ich möchte euch heute sehr viele Gründe nennen, warum Menschen vegan werden. Und es wird immer wieder auf die drei Gründe ethisch, ökologisch und gesundheitlich referiert, aber es gibt da noch ein paar mehr Gründe und ich möchte euch einfach anregen, darüber nachzudenken, weil auch ich habe eine Motivation, warum ich mich pflanzlich ernähre. Und wenn andere das auch tun, dann unterstützt das teilweise meine Motivation auch und deswegen tue ich das hier. Es gibt unendlich viele Gründe, es gibt soziale, es gibt spirituelle Gründe, es gibt ästhetische Gründe, es gibt progressive Gründe, es gibt natürlich ethisch, ökologische, ökonomische Gründe, es gibt ganz, ganz viele Gründe und ich möchte mit euch heute die wichtigsten Gründe, die ich sehe, durchgehen und möchte darauf hinweisen, dass diese Gründe alle wissenschaftlich fundiert sind. Weil ich habe diese Gründe aus einem Buch, was ich euch unten verlinkt habe und wo diese Gründe auch mit Studien belegt sind. Und dieses Buch ist nicht irgendwo so ein veganes Buch. Im Gegenteil, das ist sogar ein Buch, was die vegane Ernährung als problematisch einstuft und die vegane Rohkost als komplett ungeeignet. Aber sie hat trotzdem, trotz der kritischen Einstellung des Autors, hat sie die Gründe aufgezählt, die wirklich tatsächlich dafür sprechen, dass man sich pflanzlich ernährt. Und das hat damit auch einen noch größeren Wert, als wenn das jetzt irgendwie so ein, ja, ein veganes Propagandawerk ist, ne, von dieser veganischen Sekte. Also von daher, ja, zählt auch zur Universitätsliteratur, wer Ernährungswissenschaften studiert. Und ja, schaut euch das Buch einfach mal an. An sich ist es, hat sehr, sehr viele interessante Aspekte. Ich habe da schon mal eine Rezension gemacht. Ist allerdings auch teilweise sehr kritisch zu sehen, gerade was die vegane Ernährung angeht. Aber aus diesem Buch habe ich eben die Gründe. Ja, fangen wir an. Also, die ersten Gründe sind natürlich die gesundheitlichen Gründe. Die gesundheitlichen Gründe, das bedeutet, dass man Krankheiten zum einen vermeiden möchte und dass man sie gar nicht bekommt, also präventiv. Und das andere ist, dass man mitten einer veganen Ernährung auch Krankheiten heilen kann. Wie gesagt, das ist alles wissenschaftlich belegt. Man kann nicht alles heilen, man kann auch nicht unsterblich werden durch vegane Ernährung, man kann auch nicht keinen Sonnenbrand mehr bekommen. Ne? Falls ich das Video finde, verlinke ich euch es oben. Ja, genau, aber man kann halt Krankheiten heilen und man kann auch Krankheiten vorbeugen. Und vor allem die Krankheiten, unter denen die meisten Leute sterben, die Herz-Kreislauf-Erkrankung, Krebserkrankung, das ist mit pflanzlicher Ernährung, da ist richtig viel zu machen. Man kann sein Körpergewicht reduzieren, damit ist das alles, was mit dem metabolischen Syndrom zu tun hat, wird auch reduziert. Ja, gesundheitlich kann man auch sagen, es gibt eine geistige und eine körperliche Leistungssteigerung, man wird leistungsfähiger, geistig wie körperlich, ich kann das bestätigen. Ich bin auch quasi vom Fleischesser zum Veganer gegangen vor 3 Jahren, das ist glaube ich jetzt, oder? Ja, 3 Jahren und ja, geistige, körperliche Leistungssteigerung. Ich glaube, das merkt jeder relativ schnell, der sich vollwertig vegan ernährt. Das zählt natürlich dazu. Ja, dann gibt es kosmetische Gründe. Es gibt tatsächlich Menschen, die aus kosmetischen Gründen vegan werden. Und da ist natürlich auch wieder die Reduzierung des Körpergewichts eine große Sache, dass man halt schlanker ist und dadurch dann halt schöner wahrgenommen wird. Aufgrund des hiesigen Schönheitsideals. Und dann ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der gerade bei den kosmetischen Gründen eine große Rolle spielt. Das ist die Vermeidung oder die Verringerung von Hautunreinheiten. Es gibt ein paar Kanäle, die haben das auch als Kanalthema. Vegan und Akne, und dass sie ihre Akne besiegt haben und was immer unter Hautunreinheiten zählt. Ich persönlich, das ist ein Thema, was mich nicht so tangiert. Nicht, weil ich keine Hautunreinheiten habe. Im Gegenteil, ich habe auch Hautunreinheiten, aber mir war das irgendwie schon immer egal. Es geht ja immer weg. Und also von daher bin auch kein Fan der Entgiftungstheorie, dass die Hautunreinheiten irgendwas mit Entgiftung zu tun haben. Aber das ist ein anderes Thema. Also kosmetische Gründe. So, und dann gibt es natürlich auch noch ästhetische Gründe. Nämlich, dass man sich vor Fleisch ekelt. So, und das zählt unter ästhetische Gründe, allerdings ja, ist das wahrscheinlich eher sowas Instinktives, ne? Wenn man so ein totes Tier am Wegesrand sieht, dann haben die wenigsten von uns das Bedürfnis, dann das Tier zu essen. Wenn wir denn das Essen, also wenn wir dafür ausgelegt sind, das zu essen, und wir essen ja Fleisch, wir sind ja konditioniert, Fleisch zu essen. Aber wenn wir das tote Tier sehen, die wenigsten werden das
dann wirklich essen wollen mit dem Instinkt, boah, jetzt beiß ich da rein. Das ist halt eben auch so ein ästhetischer Grund, dass man diese Tiere, die man isst, ja sozusagen, wenn man das visualisiert, dass sie tot sind, dass man die toten Tiere sieht, dass das auch, was das ästhetische Empfinden angeht, dass das nicht sich gut anfühlt. Und was auch noch zur Ästhetik zählt, ist halt auch der höhere und der facettenreichere Genuss von veganen Mahlzeiten. Also Obst und Gemüse ist halt viel facettenreicher als Fleisch und das zählt auch zu den ästhetischen Gründen. Ja, dann gibt es natürlich die ethischen Gründe. Da ja, muss ich gar nicht so viel sagen, dass man Lebewesen tötet, obwohl es nicht notwendig ist, das fühlt sich einfach als Unrecht an. Für Leute, die halt, sage ich mal, dieses ethische Bewusstsein haben. Und auch das Mitgefühl für Tiere spielt damit rein, dass man Tiere nicht leiden sehen möchte. Man hat den Wunsch nach Gewaltfreiheit, dass man möglichst einfach niemanden Leid zufügen möchte. Und das zählt alles unter die ethischen Gründe und ist, glaube ich, für sehr viele der Hauptpunkt, neben wahrscheinlich den gesundheitlichen Sachen. Dann gibt es aber auch spirituelle Gründe, vegan zu werden. Und das ist auch so eine Sache, da war es auch interessant, die Studien zu lesen, weil da ist natürlich immer so eine Sache, das ist jetzt nicht so leicht zu beurteilen, auch wissenschaftlich fundiert zu fundieren. Aber aufgrund empirischer Untersuchungen, also aufgrund von Erfahrungen und von Aussagen anerkannter spiritueller, da kann man ja mittlerweile auch die Geistesströme, die Gehirnströme messen und dass sozusagen Mönche ihren Herzschlag verringern können oder steigern können und verschiedene Sachen und so, dass man da auch schon von wissenschaftlicher Fundierung reden kann. Und da ist eben so, vegane Ernährung, pflanzliche Ernährung führt zu einer Freisetzung geistiger Kräfte, das geistige Potenzial wird viel besser, kann viel besser abgerufen werden. Und das ist ein Punkt, ja, der ist schon auch für viele, gerade im spirituellen Bereich, sehr, sehr wichtig. Auch, dass man meditative Übungen viel problemloser umsetzen kann und dass sie diese damit unterstützt werden, spricht genauso für eine spirituelle Motivation wie auch die Verminderung des Geschlechtstriebs, nachdem man auf pflanzliche Ernährung, auf eine hormonfreie Ernährung umgestellt hat. Und bei mir, ich war mir am Anfang nicht so sicher nach einem Jahr. Da hatte ich über das Thema mal ein Video gemacht und da hatte ich gesagt, ich habe es mir, glaube ich, nicht festgestellt. Und ich habe so die körperliche Leistungsfähigkeit, die ich habe, glaube ich, so ein bisschen verwechselt mit dem Sexualtrieb. Weil zum Sex gehört halt auch häufig körperliche Leistungsfähigkeit und das hat sich gesteigert. Und wenn ich ehrlich zu mir bin, glaube ich tatsächlich, dass ich durch die vegane Ernährung, insbesondere durch die Rohkosternährung, wahrscheinlich etwas weniger Lust auf Sex habe. Dazu mache ich aber nochmal ein extra Video. Jetzt sind wir ja eh schon über die 5 Minuten, das werden nur die wenigsten hören. Aber ich glaube, mein Sexualtrieb ist etwas zurückgegangen. Naja, so ist das. Es gibt dann auch noch andere Gründe und zwar auch hygienisch-toxikologische Gründe. Das ist einfach, dass man eine bessere Küchenhygiene hat in einer pflanzlichen Küche als in einer tierischen Küche. Ich habe da schon einige Videos dazu gemacht, zur Hygiene, zur Belastung durch Bakterien, insbesondere das Video kann ich mich erinnern mit dem Hühnerfleisch, dass es überhaupt nicht möglich ist, ein Huhn in einer Küche so zu bearbeiten, dass du keine Salmonellen irgendwo hast. Das geht gar nicht. Selbst mit größtem Aufwand und mit Bleiche und mit allem drum und dran hast du immer noch Rückstände. So, und mit einer pflanzlichen Küche hast du die ganzen Problematiken nicht mit Bakterien und Viren. Ja, und dazu kommt natürlich auch, dass du eine verminderte Schadstoffaufnahme hast. Das heißt, dein Körper toxikologisch nicht so belastest wie mit einer veganen Ernährung. Dann gibt es ökonomische Gründe. Rein ökonomische Gründe. Eine vegane Ernährung ist preiswerter. Macht auch Sinn, weil du tust ja die Tiere mit pflanzlicher Ernährung erstmal sozusagen mästen, um sie dann zu essen. Das heißt, es ist ein Produktionsschritt. Ganz ökonomisch betrachtet. Und ja, in veganer Ernährung, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ich habe auch ein Buch dazu geschrieben, dass vegane Ernährung, eine vollwertige vegane Ernährung problemlos für 100 bis 140 Euro im Monat essen und trinken, mit allen Nährstoffen, dass das möglich ist. Und ja,
wahrscheinlich noch weniger. Eine Rohkosternährung habe ich jetzt mit 50 bis 80 Euro gemacht, weil da auch wieder Prozesse wegfallen, das Kochen. Und von daher, ja, also ökonomische Gründe, ist es einfach preiswerter, eine pflanzliche Ernährung. Und es ist kurios, früher gab es ja das Gerücht, dass eine vegane Ernährung sogar teurer ist als normale. Und ja. Ja, das war gar nicht so lange her, ich glaube vor 5 Jahren galt das noch als Usus. Und wenn man natürlich ökonomisch betrachtet preiswerter ist, dann hat man natürlich, kann man sparen für andere Werte außerhalb der Ernährung. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, der da auf der Gegenseite steht, was auch ökonomische Gründe sind, weil man hat ja auch noch andere Interessen außer die Ernährung. Dann gibt es natürlich noch soziale Gründe, dass man einfach den Welthunger bekämpft dadurch, weil die Massentierhaltung, die verschlingt ein Vielfaches der Ressourcen wie die eine pflanzliche Ernährung, und also der Anbau von Pflanzen, und entsprechend ja tut man was gegen den Welthunger. Dann gibt es noch progressive Motive. Das ist nicht ganz so leicht zu fassen, weil das was Ideologisches ist, aber das ist so ein Gespür. Das könnt ihr vielleicht, wenn man das negativ betrachtet, so daran festmachen, dass viele Veganer sich so ein bisschen elitär fühlen, so ein bisschen ja, als etwas Besseres, und das auch raushängen lassen. Und ja, das haben eben das Gefühl, so Avantgardist zu sein und die neue geistige Evolutionsstufe der Menschheit quasi mit voranzutreiben und anzugehören, dass man halt ja an der Spitze der Menschheit steht, und das genießen Menschen. Das ist ja sehr, sehr ego-motiviert. Aber es sind Motive, und nicht jedes Motiv ist hier gut und nicht jedes Motiv ist irgendwie löblich, sondern es ist tatsächlich so, bei dem Motiv würde ich halt sagen, das finde ich persönlich jetzt durchaus zweifelhaft, aber, und das sind auch die Menschen, die dann auf diesen Trend aufspringen. Einfach, ich bin Veganer, ich gehöre einfach zur Spitze der Menschheit oder zur Spitze der geistigen Evolution, und ja, und das ja, ist halt ein Motiv. Ja, und dann gibt es natürlich noch die ökologischen Motive, die mittlerweile auch immer mehr in die Bewusstheit der Menschen gekommen sind, dass tatsächlich die Massentierhaltung die Umwelt extrem stark belastet, und ja, dass da man einfach sagen muss, hey, das geht gar nicht mehr. Wir können in 20, 30 Jahren nicht den Fleischkonsum haben, wenn die Bevölkerung weiter so wächst wie aktuell. Und da muss ich was tun, und das sind ökologische Motive. Ja, also ihr seht, auf allen Fronten ist eine pflanzliche Ernährung, eine rein pflanzliche Ernährung, ein absoluter Zugewinn auf so vielen Ebenen, sowohl auf durchaus löblichen Ebenen und sehr gut nachzuvollziehenden, oh gut, auch die nicht löblichen sind sehr gut nachzuvollziehen, aber es sprechen sehr, sehr viele Gründe dafür, und mein Hauptgrund, das möchte ich noch anmerken, war am Anfang das Gesundheitliche. Da ging es mir auch schlagartig besser, und ich bin nun seit 3 Jahren dabei, seit 1,5 Jahren sogar, dass ich vegane Rohkost, also mich rohköstlich sozusagen ernähre, überwiegend. Es gibt natürlich auch noch mal die eine oder andere Mahlzeit, die nicht rohköstlich ist, aber ich fühle mich geistig und körperlich so fit wie noch nie, und das soll was heißen, ne? Ich bin ja nun knapp 40, glaube ich, und ja, und ich glaube, dass die meisten ab 30, so die degenerative Phase, fühlen sich immer schlaffer und es kommen Krankheiten und so weiter, und ja, bei mir, mein Empfinden, was geistige und körperliche Stärke angeht, ist einfach sowas von geboostet nach 3 Jahren pflanzlicher Ernährung. Und ja, deswegen ist das bei mir der Hauptgrund ist. Aber natürlich habe ich mir dann auch die Gedanken um die Tiere und sowas hab gemacht. Vorher habe ich das ignoriert. Und jetzt ist das natürlich auch so ein Supporter, so ein Unterstützer, genau wie die ökologischen Gründe, dass ich halt, ja, für mich persönlich halt diese 3 Gründe immer noch als größtes ansehe. Die anderen spielen alle irgendwo mit rein, aber das Hauptding ist, glaube ich, das Gesundheitliche und das Ethische. Und ja. Ja, was sind eure Gründe? Habt ihr vielleicht noch andere Gründe, warum ihr vegan seid? Ich habe versucht, das komplett zu erschlagen, und bin sehr dankbar über die Auflistung der groben Sparten, wie hygienisch, toxikologisch und soziale und so weiter, die ich in dem Buch gefunden habe, und ja, verlinke euch das auch unten, denn wenn mein Wissen irgendwo anders herkommt, also als aus mir selber heraus, dann verlinke ich euch auch immer, dass ihr da genau nachlesen könnt, dass ihr die Studien dazu lest, dass ihr wisst, gerade in der Welt heute, wo jeder ein YouTube-Video machen kann, was sind die Quellen, was ist wirkliches Wissen und was ist einfach nur bla bla bla.
Ne? Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Hoffe, ich konnte euch gut inspirieren, informieren. Wenn ihr das Video mögt, dann teilt das Video für Menschen, die sich fragen, hey, warum willst du überhaupt Veganer werden? Ne? Vielen Dank. Euer Christian. Tschüssi.